schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und hier oben könnt ihr euch wie immer meinen Kanal-Trailer anschauen und sehen, was auf meinem Kanal los ist und ihn bei Bedarf kostenlos abonnieren. Hier unten findest du den Abo-Button und direkt daneben ist die Glocke. Wenn du die aktivierst, verpasst du auch kein Video von mir. In diesem Video hier haben wir mit dem Feel Vita Slow Juicer zusammen den Bloody Mary Saft gemacht. Der war richtig erfrischend, könnt ihr euch ja gerne nochmal anschauen. Da aber bekanntlich nach dem Vergnügen die Arbeit steht, muss das Gerät natürlich auch wieder sauber gemacht werden. Und genau das zeige ich euch heute hier in diesem Video. Jetzt bietet sich gerade die Gelegenheit, ich zeige euch kurz, wie ihr das Gerät am einfachsten reinigen könnt. Wir nehmen uns einmal die Reinigungsbürste auch zur Hilfe. Als erstes zieht ihr am besten den Stecker raus. Dann nehmt ihr hier oben das Teil ab. Das könnt ihr ganz einfach unter warmem Wasser abspülen. Hier an der Einfüllöffnung müsst ihr darauf achten, hier sind so zwei Unterfänge und da kann sich auch noch was fangen. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr die auch richtig schön sauber macht. Ich mache das mal kurz. Ich habe jetzt nur ganz kurz das Wasser drüber laufen lassen und ihr seht, es ist eigentlich schon sauber. Auf jeden Fall macht es Sinn, das Gerät direkt zu reinigen. Dann nehmt ihr am besten erstmal hier oben das Sieb raus. Das könnt ihr in so einer Wackelbewegung einfach nach oben ziehen. Das kann sich dann schon mal ein bisschen festgesaugt haben. Und auch das, da könnt ihr die Schnecke, ihr seht, hier sind so die Reststücke. So sieht das aus, wenn ihr das abgespült habt. Und für die kleinen Ritzen, da könnt ihr hier super mit dem Reinigungspinsel rein und das reinigen. Also ist es auch gar kein großer Akt. Dann nehmt ihr das Sieb hier raus und seht hier auch die ganzen Rückstände. Das spüle ich ebenfalls ab. So sieht das aus, wenn ich es abgespült habe. Das heißt, hier sind noch Reststücke. Das ist von innen auch nicht scharfkantig. Da braucht ihr keine Angst haben. Also ihr könnt es einfach so entfernen und den Rest mit der Bürste einfach abschrubben. Einmal von innen und einmal von außen. Ihr könnt das auch in die Spülmaschine geben, aber ich bin da kein Freund von. Ich spüle das lieber eben mit der Hand. Das geht auch schnell. Hier bei diesem Siebbehälter könnt ihr auch diese Gummiteile rausmachen. Ich spüle das hier mal kurz ab. Aber ihr seht, eigentlich ist es nicht notwendig. Ich mache es jetzt trotzdem einmal zu Demonstrationszwecken. Die könnt ihr einfach hier durchziehen, reinigen und wieder reinstecken. Hier in der Mitte ist eine größere Öffnung. Einmal nach oben und dann nach unten. So. Und dann ist das wieder drin. Aber wenn ihr seht, dass es sauber ist, würde ich das gar nicht extra rausmachen. Dann haben wir hier noch den Behälter. Den ziehen wir nach oben weg. Und dann sehen wir hier die ganzen Reststücke. Da haben wir einmal hier den Ablass und einmal da. Das können wir jetzt einfach hier mit dem, können wir einfach hier so rausziehen. Dann würde ich das auch erstmal bei dem laufenden Wasser abspülen. So sieht der Behälter nach dem ersten Wasserspülgang aus. Hier hat sich natürlich noch was festgesetzt. Und genau das wollte ich euch zeigen. Hier drunter ist auch noch mal ein Gummi. Das könnt ihr ganz einfach hier ziehen und kommt dann auch an diese Stelle vom Trester-Behälter, vom Trester-Auswurf. Und dann könnt ihr das hier auch ganz einfach von oben und von der Seite reinigen. Ihr kommt auch mit der Bürste komplett da rein. Das mache ich jetzt nochmal unter Wasser direkt. Da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr da auch wirklich alles sauber macht. Und dann könnt ihr das, wenn ihr das gründlich, alles gründlich abgetrocknet habt, später wieder reinschieben. Das geht ganz einfach, seht ihr schon. Ich zeige es euch einmal, einfach rein und drücken, bis das hier wieder verschließt. Ich nehme es jetzt wieder raus, damit ich es auch gleich noch richtig abtrockne. Und hier seht ihr noch einen Gummiring. Bisher hatte ich nicht die Notwendigkeit, dass ich den hätte rausnehmen müssen. Um das zu zeigen, muss ich es doch nochmal reinstecken. Wenn ihr jetzt mit dem Gummiring von hier mit dem Daumen so reinschiebt und drückt, habt ihr es auch schon in der Hand. Und
dann könnt ihr das später, wenn ihr es gereinigt habt, auch so einfach wieder einsetzen. Schon ist es wieder drin. Jetzt habe ich euch eigentlich alles gezeigt. Hier ist auch nochmal ein Gummi. Auch das könnt ihr ganz einfach abnehmen, reinigen und wieder draufsetzen. Und wieder draufsetzen. Und ihr habt jetzt gesehen, auch das kann man hier abmachen, aber auch ganz einfach wieder aufsetzen. Jetzt ist es wirklich ganz wichtig, alles gründlich abzutrocknen und dann Stück für Stück wieder einzusetzen. Wie ihr seht, hier am Gerät ist jetzt nur ein Wassertropfen, einmal hier und einmal hier. Das könnt ihr natürlich auch mit einem feuchten Tuch eben kurz abwischen. Hier ist aber nichts nass und auch nichts dreckig. Also die Einheit bleibt an sich eigentlich komplett sauber. Ich trockne das kurz ab und zeige euch nochmal den Zusammenbau. Nachdem ihr das Gerät gereinigt habt, dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, die Bürste gut zu reinigen. Und damit die gut trocknen kann, wickel ich die einfach nochmal in Ceva und lasse das noch ein bisschen so liegen. Wir setzen das Gerät wieder zusammen. Wir setzen jetzt auf die Motoreinheit den Hauptbehälter mit dem roten Pfeil hier wieder zu dem Pfeil. Einfach gerade drauf und runter. Dann kommt als nächstes der Siebbehälter. Der hat ja hier diese Zacken und da hinten ist das Rädchen. Den setzen wir einfach so rein, bis er so einrastet. Dann kommt auch schon das Sieb rein. Ebenfalls wieder mit dem Pfeil zu dem Pfeil. Und dann auch so, bis es einrastet. Und dann kommt auch schon die Schnecke drauf. Hier ist das Gewinde. Das kommt dann unten in diese Gummiöffnung. Wenn wir es runterdrücken und es steht hier oben noch ein bisschen ab, dann brauchen wir es nur ein bisschen drehen, bis es sich reindreht und auch hier abschließt. Und jetzt können wir auch schon wieder unseren Deckel aufsetzen auf die 10 Uhr Stellung mit dem Pinöckel und einfach auch den Pfeil wieder auf den Pfeil drehen. Und schon ist unser Gerät wieder einsatzbereit. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video auch wieder ein bisschen weiterhelfen. Bis bald, eure Sophie.